Hallo? Nassim, Allah segne dich, geliebter Sohn. Hallo? 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 Ach, kein Signal. Verfluchter Esel, verfluchter, die Verbindung ist weg. Kehr um. Wir brauchen das Wasser für die Hausarbeit. Ist zu holen, ist die Aufgabe der Frau. So ist es Tradition. Und so war es schon immer. Und das schon seit grauer Vorzeit. Die Männer müssen das Wasser ins Dorf bringen. In anderen Dörfern wird es schon so gemacht. Warum wollen unsere Frauen kein Wasser mehr holen? Das heißt nicht, dass wir jetzt loslaufen müssen, um für sie die Wasserhähne zu spielen. Und wie willst du die Männer davon überzeugen? Indem wir in einen Liebesstreik treten. Wir verweigern uns. Mir ist es lieber, 100 Jahre lang Wasser zu holen, als auf meinen Mann zu verzichten. Dann laufe ich auf den Berg und schreie wie eine Wahnsinnige. Du hast einen Ofen zwischen deinen Schenkeln. Was haben sie geschrieben? Eure Herzen sind vertrocknet und dornig. Frau zur Ordnung, sonst werde ich es machen. Was redest du da? Untersteh! Du hast ein Recht darauf zu kämpfen. Das ist keine Sünde. Es handelt von Liebe, von Sinnlichkeit, von Besitz und Sex. Geht nach Hause! Gehen, verschwinden. Ich hab's dir gesagt, Liebe bringt nur Unglück. Warum musstest du woanders nach einer Frau suchen? Du hast einen Krieg ausgelöst. Der Imam und der Scheik werden euch vorladen. Rüttelt eure Herzen wach, ihr Feiglinge! Im Dschihad gegen die Männer? Wir sind im Dschihad gegen uns selbst. Und soll ich Ihnen sagen, was dann kommt? Dann werden ihre Frauen Waschmaschinen haben wollen.